In Südtirol gibt es etwa 4.400 Bauernhöfe, auf denen Milchviehwirtschaft betrieben wird. Im vergangenen Jahr wurden etwa 400.000 Tonnen Milch produziert. Das reicht aber nicht aus für alle Milchprodukte, die in Südtirol hergestellt werden. Milch wird also dazugekauft. Wie viel? Darüber wird gestritten. Von woher kommt die Milch, die in Südtirol verarbeitet wird? Das will der Parteiobmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber, wissen. Wir haben eine ganz harmlose Landtagsanfrage gestellt, wo wir gefragt haben, wie viel Milch wird nach Südtirol importiert und wie viel Milch wird in Südtirol verarbeitet, die nicht in Südtirol hergestellt wird und die eben aus dem Ausland bzw. aus den anderen italienischen Regionen kommt. Und es ist überraschend, dass der Landeshauptmann und der zuständige Landesrat für Landwirtschaft hier keine Auskunft geben können. Man weiß in Südtirol also nicht, wie viel Milch importiert wird. Die genaue Herkunftsangabe der Importe sei im Milchsektor aber per Gesetz vorgesehen. Es ist so, dass es eine EU-Verordnung gibt, die das eigentlich schon vorausgibt und vorschreibt, dass die Zukäufe deklariert werden müssen. Zurzeit oder in den letzten Jahren wird es eben so ausgelegt, dass nur die Zukäufe aus dem Ausland und die Erstzukäufer vom direkten Produzenten erklärt werden müssen. Das jüngste Dekret ist hier detaillierter und sagt, es müssen eben die Zukäufe auch aus den anderen Regionen deklariert werden. Ich frage mich wirklich, warum man hier auf so eine Mauer des Schweigens auch stoßt. Der Obmann des Südtiroler Sennereiverbandes will das nicht so hinnehmen. Wir haben Herrn Leiter-Reber eigentlich die ganzen Daten geschickt, die in unserem Besitz sind. Wir haben die Milchsammeldaten geschickt, wir haben die Importe, die wenigen Importe, die Südtirol noch praktiziert, geschickt. Was wir nicht geschickt haben, sind die Daten, die wir nicht haben im Sennereiverband. Und das sind eventuelle Zukaufsdaten, die die Milchhöfe in den italienischen Regionen machen. Und das aus einem bestimmten Grund. Wir wissen zurzeit noch nicht, wie wir die Daten melden sollen. Das Gesetz ist schon in Kraft getreten. Es fehlt natürlich noch die Durchführungsbestimmung. Diese Durchführungsbestimmung wird sicher in den nächsten Wochen erlassen werden. Durch diese Gesetzgebung wird man hier noch offener sehen, was mit dem Südtiroler Produkt passiert und was ansonsten verarbeitet wird. Doch eines will Reinalter klarstellen: In den Produkten mit der Angabe Südtiroler Milch sei immer nur Südtiroler Milch drin.